Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Auto Brokers International in Fort Lauderdale, Florida. Hier einer meiner Lieblinge, hätte ich beinahe selber mal gehabt. Ein 2022er Ford Mustang Mach 1 in Fighter Jet Grey und schwarz innen. Das ist eine tolle Farbe, eine tolle Farbkombi mit dem Handling-Paket. Das Handling-Paket ist sehr selten. Und Handschalter und Recaro innen. Also eigentlich der Mach 1, so wie er sein sollte. 5 Liter 8 Zylinder, 470 PS. Aber am besten hören wir uns das Ganze mal an. Zwischendurch kurzer Blick auf die Tarnished Wheels, 19 Zoll. Grau mit ein bisschen Orange drin, schöner Heckspoiler. Vierfach Auspuff, einstellbar natürlich. Auch noch ein kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Es ist ein Neufahrzeug für einen unserer deutschen Kunden. Und der klingt so. American Muscle. Schauen wir mal kurz in den Kofferraum rein. Der für eine Coupé sehr geräumig ist. Da sind dann auch schon Bestandteile vom Handling-Paket drin. Das wird ja alles nicht eingebaut, sondern das baut man erst in Deutschland ein. Das macht mehr Sinn. Ja. Volle Farbkombi, auch hier noch mehr Teile, Windows-Sticker, hier die erwähnten Recaro Sportsitze, sehr selten, schwer zu kriegen. Und steigen wir kurz ein. Ja, 9,7 Meilen Laufleistung, das ist okay. Chassisnummer hat er auch. Rückfahrkamera funktioniert auch. Hier die Drive-Modi, Auspuff, alles da. Hier das weitere Display. Alles, was das Herz begehrt. Ein tolles Auto. Schauen wir in den Motorraum. Wir haben das Ganze ja nachher nochmal in Schwarz. Auch hier. X-Brace ist da vom Mach 1. Neuwagen. Kann man sich mehr wünschen als diese tolle Front. Die erinnert mich auch noch mal an den Boss so ein bisschen. Tolles Auto. Wir, das Team von Schoner Auto Brokers International hier in Fort Lauderdale, Florida, wünscht Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2022er Ford Mustang Mark 1 Premium in Jetfighter Grey und schwarze Recaros in Handschalter natürlich. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner befinden, neue Location übrigens, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird dieser dann zeitnah im Container verpackt und geht auf seine Reise ins ferne Deutschland über den Atlantik. Dementsprechend wünschen wir eine gute Fahrt. Vielen Dank und auf Wiederhören.